was machen wir? Ja, da sich die nächsten Tutorials ja hauptsächlich jetzt um Methyls drehen werden, möchte ich vorab noch ein paar Sachen erklären, euch nochmal zeigen. Wir sind schon teilweise darauf eingegangen am Anfang, wie wir Sachen exportiert haben, aber ich möchte halt nochmal ein bisschen auffrischen, weil es jetzt wieder ein bisschen wichtiger wird, dass man so ein paar Begrifflichkeiten kennt, dass das nochmal aufgefrischt ist, dass man auch weiß, worüber ich hier eigentlich rede. Und darauf werden wir jetzt in dem Tutorial nochmal kurz eingehen. Ich werde so ein paar Sachen durchgehen. Was ist eine Textur? Was ist ein Material? Was ist ein Shader? Wo ist da der Unterschied? Welche Arten werden jetzt so basic-mäßig genutzt? Ich zeige jetzt auch anfangs erstmal nur die drei Haupt-Shader, die man benutzt in der Unreal Engine. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber so die Basic-Sachen zeige ich euch. Wir können später irgendwann mal auf die anderen drauf eingehen. Das sind jetzt halt dann mehr Sachen, die dann wirklich genutzt werden, um spezielle Sachen zu erzeugen. Mit diesen drei Standard-Dingern kommt man halt auch selber sehr, sehr weit. Ich habe auch nur Standard-Shader benutzt für meine Szene, die ihr im Hintergrund seht. Ja, wie gesagt, auch die Texturen werde ich nochmal grob durchgehen, welche Textur im Material was tut. Tja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in die Engine. Ich habe dafür eine leere Szene einfach nochmal erstellt. So, ja, hier haben wir erstmal eine leere Szene. Ich hoffe, ich verliere diese nicht wieder. Die anderen habe ich aufgrund einer ja, nicht so gut funktionierenden Festplatte verloren. Mal gucken, ob wir diesmal die behalten können. So, um euch ein bisschen zu zeigen, was Materials so an und für sich tun, habe ich mir erstmal eine Plane und hier ein wunderschönes Pointlight, dass wir ein bisschen schönes Lichtung haben. Aber wollen wir jetzt erstmal auf die Begrifflichkeiten eingehen. Wir haben zum einen die Texturen, Materials und Shader. Texturen sind hier unten, diese viereckigen Dinger, die sind hier auch als Texturen gekennzeichnet. Eine Textur ist quasi nichts anderes als Information in Bildformat. Bei den Texturen an sich gibt es auch wieder Unterschiede, je nachdem, wofür sie genutzt werden. Aber an für sich, eine Textur ist erstmal nur eine Information für das Material, wie jetzt irgendwas dargestellt werden. Das ist einfach eine Information in Form eines Bildes. Man hat in der Unreal Engine vier Channel. Rot, Grün, Blau und die Alpha. Je nachdem, was man nutzt, muss man halt die Channel aussortieren und auseinanderfriemeln, wie man schon in der gepackten Datei gesehen hat. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir im Material sind. Dann gibt es halt auch ja, Alphas, die sind schwarz-weiß und Grayscales, die sind halt graustufig. Bei den gepackten Dateien handelt es sich, wie man hier auch sieht, um 3 bis 4 Grayscale-Maps, die man halt in einer farbigen zusammengefügt hat, einfach um ein bisschen Speicherplatz zu sparen. Alles einfacher ist, auch zum Sortieren einfacher ist, wenn man sagt, okay, ich packe vier Texturen in eine und lade die etwas größer hoch, wie jetzt vier einzelnen. Man hat A, besseren Überblick und B, ist es auch weniger Datei, die genutzt wird, weil er sich halt eine Farbe merken muss, anstatt vier verschiedene Grayscale-Werte. Und darauf muss man dann halt achten, wenn man halt eine größere Szene macht und man möchte später spielen. Alles, was nur irgendwie geht, muss optimiert werden. Ja, das waren jetzt so die Texturen. An für sich einfach Informationen. Bei der Normal Map müsst ihr mal ab und zu mal kontrollieren. Ab und zu klappt das nicht so ganz, dass hier auch wirklich Normal Map steht. Da erkennt es als Normal Map. Und bei so einer gepackten Datei schaltet sRGB aus. Das ist einfach nochmal ein Gamma, der normalerweise drüber gelegt wird, der uns aber die Daten verfälscht, wenn es sich um eine gepackte handelt. Da brauchen wir kein Gamma drauf. Wir wollen ja die Werte so haben, wie sie sind. Dann halt speichern. Dann ist das weg. Dann kommen wir jetzt zum Material. Wir machen ein neues auf. Da sollte man eigentlich momentan wissen, wie es geht. Ich bleibe bei einem neuen Material. Das ist ja nur zur Demonstration. Machen das auf. Kommen wir jetzt erstmal zum Material. Material ist immer in Zusammenarbeit mit dem Shader. Je nachdem, welchen Shader wir nutzen, wird das Material anders da dargestellt. Das Material ist eine Sammlung an Informationen, wie etwas optisch dargestellt werden soll in unserer Szene. Und der Shader sorgt etwas, wie es visuell dargestellt wird. Wie die Informationen, die unser Material zusammenführt, wie das halt wirklich in der Szene dargestellt wird. Ein Shader an für sich gibt einfach an, wie es dargestellt wird. Es kann sein, dass halt das Material, das man hier zusammenbastelt, mit einem anderen Shader mit den gleichen Werten anders aussieht. Ich gehe jetzt erstmal hier alles im opaken Shader durch. Das ist so der Basic Shader, der Standard Shader, den man am Anfang auch offen hat. Wie man sieht, wir haben hier opaken. Was hier noch so dabei steht, ist jetzt erstmal irrelevant. Wir wollen uns erst um die Standard-Dinger kümmern, sonst wird das alles viel zu viel. Fangen wir oben an. Base Color ist halt die Farbe. Kennen wir. Wir hauen da eine Farbe rauf. Wir nehmen hier 1A Kerze. Zack, drinne. Farbe.
Wenn man halt jetzt kein direktes Bild drin haben will, sondern sagen, ich will halt nur eine einzelne Farbe und die hat man jetzt halt so als Textur jetzt nicht haben will oder aus anderen Gründen, kann man sagen, ja, drei Linksklick, habe ich hier diese Note, Doppelklick und ich kann mir hier drüber eine Farbe aussuchen, nehmen einfach mal, komm, wir bleiben hier bei Grün, speichern und zack, ist es grün. Machen wir die mal kurz weg. Funktioniert halt mit allen Farben. Oft ist es so, bei Batcolor, wenn ihr die aus einem anderen Programm rauspackt oder wenn ihr es selber so macht, habt ihr einen Alpha-Kanal auch da mit drin. Den brauchen wir ein bisschen später, aber nur, dass ihr wisst, im Basecolor ist auch öfters mal, ja, ein Alpha-Kanal versteckt. Metallic ist auch klar, es ist etwas aus Metall oder nicht. 0 ist nicht metallisch, 1 ist metallisch. Achtet darauf. Die Metallic hat keine Graustufe, die funktioniert nur mit Weiß oder Schwarz. Es gibt nichts, was halbmetallisch ist. Es ist auch kein Rost oder so weiter. Entweder das ist was aus Metall oder nicht. Wenn ihr Grauwerte drin habt, das sieht komisch aus. Achtet da ein bisschen drauf. So, wir haben hier dieses schöne Grün. Wie gesagt, 0 ist nicht metallisch. Stell das mal auf 1 um. Und es ist metallisch. Da jetzt noch kein Roughness drauf ist, ist das halt alles ziemlich matt, aber das besteht jetzt aus Metall. Es reagiert anders dann mit unserem Licht. Das nächste, was wir haben, ist Specular und die Roughness. Die arbeiten zusammen. Suchen wir erstmal nach der Roughness. Die Roughness funktioniert auch mit Graustufen. Sprich, wir können hier auch Texturen reinladen. Simpler halber nehme ich hier einfach diese normale Note. Die könnt ihr, wie gesagt, auch Grayscales reinmachen. Funktioniert genauso. 0 ist shiny. Und 1 ist matt. Wie gesagt, die Specular hier, die arbeitet zusammen mit der Roughness. Aber dazu muss die Roughness schon sehr shiny sein. Sprich, die muss mindestens 0,5 haben. Weil die Specular, die arbeitet mit Reflexionen. Die gibt es einfach an, wie Scharfreflexionen auf so einer Sache sind. 0 ist halt auch hier matt. Standardmäßig ist sie auf 0,5. Ja, ich sollte vielleicht auch die Roughness anpassen. So, 0,5 standardmäßig. Man kann sagen, okay, ich möchte doch sehr starke Reflexionen bei mir drin haben. Aber hier die 1. So, die mache ich jetzt aber mal weg. Die lenkt uns ein bisschen ab. Und die mache ich auf 0,5. Und ich mache hier auch nochmal kurz grau, weil man das dann am Ende besser sieht. Ja, mal so. Grau ist einfach relativ neutral, da lässt sich Zeug drauf besser sehen. Weil das nächste ist die Emissive Color. Ja, hier steht auch schon wieder Color drinne, die funktioniert auch mit Farbe. Das ist ein Selbstleuchten. Und, zack. Hey. Ja. Nutze einfach das mal. Wir haben halt eine relativ helle Welt, da fällt das jetzt weniger auf. Wie gesagt, das ist halt hier relativ hell, da fällt so ein Selbstleuchten nicht auf. Ich gehe mal in unsere Szene. Mach den hier mal weg. Und drehe hier den mal ein bisschen runter. Und wie man sieht, es leuchtet alles so ein bisschen selber. Ich mache den mal beispielshalber nur. Jetzt habe ich das nur in die Farbe drin, also das Selbstleuchten ist weg. Und wie gesagt, es leuchtet nicht mehr. Es ist dunkel. Ich mache mein Licht wieder an. Auf 3. Ja, auf 3 ist okay. Das dahin. Das weg. So, das nächste hier ist unsere Normal Map. Ich klaue mir jetzt einfach mal einen aus dem Starter-Content. Komm, wir nehmen mal irgendwas. Die Normal Map ist so ein kleiner Trick, um einfach, ja, glatte Sachen nicht mehr glatt erscheinen zu lassen. Ich weiß, die manipuliert so quasi, wie das Licht reflektiert. Ja. Die manipuliert so ein bisschen, ja, wie das Licht auf einem Objekt bricht, um das mal so ganz grob zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Aber ihr seht, die Sachen waren halt gerade, Normal Map drauf. Jetzt sieht's so aus, als wäre hier tatsächlich irgendwie ein bisschen Stein drinne. Einfach nur, weil das Licht ein bisschen anders fällt. Die World Position Offset brauchen wir jetzt erstmal nicht. Für den Anfang erstmal uninteressant. Und die Ambient Occlusion ist halt ein Eigenschatten. Der muss halt direkt auf das Objekt angepasst werden.
so standardmäßig direkt funktioniert er nicht auf Würfel oder so weiter. Der ist halt wirklich für gebaked Objekte. Dann gehen wir noch mal kurz auf unsere gepackte Datei. Das ist die standard gepackte Datei für Unreal. Dann nutzen wir diese Bumpels an der Seite. Einmal rot ist unser Ambient, die halt in dem Falle weiß ist, weil nichts drin ist. Grün ist die Roughness, die ist hier auf 0,5. Und Metallic habe ich hier auf schwarz, weil nicht metallisch. Daraus entsteht dieses komische Orange. Und dann haben wir halt so Standardfarben-Ding aus Orange wird, ja, farblos. So werden die zusammengesetzt. Das sind halt diese standardgepackten Dateien. Wenn ihr irgendwas, zum Beispiel in Substance Painter oder sowas raus exportiert, könnt ihr das direkt in eine gebackte Datei machen. Oder es halt manuell in Photoshop machen. So, das war's jetzt erstmal zu dem standard-opaken Shader. Ja, so, jetzt haben wir noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte, die halt mit dem opaken Shader nicht funktionieren. Wären das Sachen wie, ja, was ist denn eigentlich, wenn ich durchsichtige Sachen in meinem Material habe? Entweder halt ganz weg oder halt nur teilweise, so Transparenz. Kümmern wir uns jetzt erstmal ums ganz weg. Gehen wir hier hin und wählen uns, ey, hier bei Opak, Blend Mode. Suchen wir uns den Mask Shader aus. Dann haben wir hier neuen Reiter, Opacity Mask. Also wir können jetzt irgendwas ausmaskieren. Ein besichtigter Shader wird meistens für Pflanzen benutzt, da man ja zum Beispiel bei einer Wiese nicht jeden einzelnen Grashalm direkt ausmodellieren und ausschneiden möchte. So kann man dann halt gleich einen ganzen Büschel machen und dann halt alles, was nicht Farbe ist, ausmaskieren. Nehmen wir als Beispiel einfach mal dieses Mandala. Ich hau den da rein. Und schwupps. Alles, was schwarz ist, ist fort. Ich speichere das mal. Der liegt ja auch auf unserer Plane. Bei den beiden Shader, dem Mask Shader und dem Translucent Shader, müsst ihr ein bisschen gucken. Die sind halt vom Gebrauch her teurer wie unser normaler opaker Shader. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen und abwiegen. Ist es jetzt günstiger, mehr Polygone drin zu haben oder halt großflächig ausmaskiert? Man muss es immer ein bisschen aufs Modell abwiegen, um was halt genutzt wird. Wie gesagt, für Pflanzen wird es meistens genutzt, weil es halt, ja, die sind doch sehr detailliert, dann schneidet man doch lieber Sachen aus. So, der Mask Shader funktioniert hier auch nur mit Schwarz-Weiß wie unsere Metallic Map. Entweder ist es etwas da oder ist es nicht da. Wenn wir irgendwas Transparenz machen möchten, braucht man einen anderen Shader. Ist hier der Translucent. Der hat dann halt keine Opacity Mask, der hat halt nur die Opacity. An für sich tut die das gleiche. Alles, was weiß ist, ist sichtbar. Alles, was grau ist, ist halt weniger sichtbar und schwarz ist weg. Nehmen wir als Beispiel einfach mal. Ich habe jetzt einfach kein besseres Beispiel. Den hier. Zack. Okay, oder der halt alles relativ dunkel ist. So sieht man es aber. Alles, was so ein bisschen heller ist, ist ein bisschen mehr zu sehen. Alles, was dunkler ist, ist weniger zu sehen. Ist jetzt halt als Beispiel ein bisschen doof. Ich habe, glaube ich, bei der Pfütze in der Alpha noch was Besseres. Probier die mal kurz aus. Ist eigentlich ein Deakle, aber egal. Den habe ich ja genauso aufgebaut. Hier sieht man es. Ich habe die Alpha genutzt. Die hat hier so ein bisschen grau an der Seite, innen weiß und außen schwarz. Und so habe ich eine Pfütze gemacht. Ist auch hier als umso dunkler es wird, umso weniger ist es sichtbar. Nutzt man zum Beispiel bei ja, Glasscheiben oder halt irgendwas, was halt transparent ist. Gläser, bei irgendwelchen Plastik, wo man durchgucken kann, Ballons oder halt Pfützen für Wasser. Was ich auch hier noch sagen möchte, wir haben ja hier erstmal unsere ganzen Daten verloren. Ist jetzt erstmal ein bisschen doof. Die brauchen wir unter Umständen. Sollte es so sein, dass ihr die braucht, geht ihr herunter, der Light Mode. Der zeigt einfach an, wie wird Information verarbeitet. Und er sagt, okay, die verarbeite ich, die graue ich aus. Geht hier auf Translucent Volume. Sagt, ihr habt eure Metallic, Speckle und Roughness da auch wieder drinne. Unter Umständen braucht man die ja vielleicht. Ja, und so habt ihr eure ganzen Standard-Dinger auch wieder drinne und könnt damit normal weiterarbeiten. So, das sind so die drei Standardmodelle, die wir halt in Unreal nutzen. Wie ihr gesehen habt, allein wenn ihr schon hier drauf geht, gibt es halt deutlich mehr. Es gibt auch deutlich andere Einstellungen. Aber für den Anfang sind es erstmal die drei Shader, die Sachen, die man halt am meisten nutzt. Die anderen sind halt mehr so Sachen, die man für spezielle Sachen benutzt.
Aber mit diesen drei Standarddingern kann man halt auch schon echt viel reißen. Den machen wir mal weg. Den brauchen wir nicht mehr. So, das war jetzt erstmal ein ganz kurzer Durchgang zum Thema Texturen, Materials und Shader. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr. Aber wir fangen erstmal mit den Standarddingern an. Darauf kann man aufbauen. Und es bringt ja nichts, wenn ich hier sonst was erzähle, wo ich halt selber noch nicht so 100% durchblicke, weil die doch noch ein bisschen komplizierter sind. Und alle da stehen, ja, was zur Hölle ist hier los? Also mit den drei Shadern kommt ihr komplett durch. Ich habe meine Abgabe. Also das Ding hier. Komplett nur mit diesen drei Shadern gemacht. Da ist kein spezieller anderer Shader drinne für Klamotten, Haare und hast du nicht gesehen? Wie gesagt, damit kann man schon echt viel reißen. Wie gesagt, und wir werden nach und nach immer uns ein bisschen steigern, was man halt damit basteln kann. Weil mit Material kann man halt echt viel reißen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann die nächste Zeit bei ein paar Materials. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.